Lütten Weihnachten. Eine Geschichte von Hans Fallada. Tüchtig neblig heute, sagte am 20. Dezember der Bauer Girke ziellos über den Frühstückstisch hin. Es war eigentlich eine ziemlich sinnlose Bemerkung. Jeder wusste auch so, dass es Nebel war. Denn der Leuchtturm von Arkona heulte schon die ganze Nacht mit seinem Nebelhorn wie ein Gespenst, dass das Ängsten kriegt. Wenn der Vater die Bemerkung trotzdem machte, so konnte sie nur eines bedeuten. »Neblig?« fragte gedehnt sein 13-jähriger Sohn Friedrich. »Verlauf dich bloß nicht auf deinem Schulweg«, sagt Girke und lacht. Und nun wusste Friedrich genug, lief in den Stellmacherschuppen und borgte sich eine kleine Axt und eine Handsäge. Dabei überlegte er, den Franz von Gäbels, den nehme ich nicht mit. Der kriegt Angst, wenn er den Förster sieht. Aber Schöns Albers und die Frieda Bentin, die nehme ich mit, also los. Wenn es für die Menschen Weihnachten gibt, so muss es das Fest auch für die Tiere geben. Wenn für uns ein Baum brennt, warum nicht auch für die Pferde und Kühe, die doch das ganze Jahr unsere Gefährten sind? In Baumgarten feiern die Kinder vor dem Weihnachtsfest Lüttenweihnachten für die Tiere. Und dass es ein verbotenes Fest ist, von dem Lehrer Beckmann nichts wissen darf, erhöht seinen Reiz. 7 Kilometer sind es gut bis an die See. Und nun fragt es sich, ob sie sich auch nicht verlaufen im Nebel. Da ist nun dieser Leuchtturm von Arkona. Er heult mit seiner Sirene, dass es ein Grausen ist. Aber es ist so seltsam. Genau kriegt man nicht weg, von wo er heult. Manchmal bleiben sie stehen und lauschen. Sie beraten lange und wie sie weitergehen, fassen sie sich an den Händen, die Frieda in der Mitte. Das Land ist so seltsam still. Wenn sie dicht an einer Weide vorbeikommen, verliert sie sich nach oben ganz in Rauch. Es tropft sachte von ihren Ästen, 1000 Tropfen. Nein, die See kann man noch nicht hören. Vielleicht ist sie ja ganz glatt. Man weiß es nicht, heute ist Windstille. Jetzt sind es höchstens noch 20 Minuten bis zum Wald. Albert weiß sogar, was sie hier finden. Erst ein Streifen hoher Kiefern, dann Fichten, große und kleine. Eine ganze Wildnis, gerade was sie brauchen. Und dann kommen die Dünen und dann die See. Plötzlich sind sie im Wald. Erst dachten sie, es sei nur ein Grasstreifen hinter dem Sturzacker. Und dann waren sie schon zwischen den Bäumen und die standen enger und enger. Richtung? Ja. Nun hört man doch das Meer. Es donnert nicht gerade, aber gestern ist Wind gewesen. Es wird eine starke Dünung sein, die auf sie zulaufen. Und nun seht, da ist nun doch der richtige Baum, den sie brauchen. Eine Fichte. Eben gewachsen, unten breit, ein Ast wie der andere, jedes Ende gesund und oben so schlank und eine Spitze so hell in diesem Jahr getrieben. Kein Gedanke, diesen Baum stehen zu lassen, so einen finden sie nie wieder. Ach, sie sägen ihn ruchlos ab. Sie bekommen ein schönes Lüttenweihnachten, das herrlichste im Dorf. Sie binden die Äste schön an den Stamm und dann essen sie ihr Brot und dann laden sie den Baum auf und dann laufen sie zum Meer. Zum Meer muss man doch, wenn man ein Küstenmensch ist, selbst mit solchem Baum. Anderes Meer haben sie näher am Hof, aber das sind nur Bodden und Wiegs. Dies hier ist richtiges Außenmeer. Hier kommen die Wellen von weit, weit her, von Finnland oder von Schweden oder auch von Dänemark. Richtige Wellen. Also, sie liefen aus dem Wald über die Dünen und nun stehen sie still. Und was sie sehen, ist ein Stück Strand und ein Stück Meer. Hier über dem Wasser weht es ein wenig. Der Nebel zieht in Fetzen, schließt sich, öffnet den Ausblick. Und sie sehen die Wellen, grün-grau, wie sie umstürzen, weiß schäumend draußen auf der äußersten Sandbank, näher tobend, brausend. Und sie sehen den Strand mit Blöcken besät und
Dazwischen lebt es in Scharen. Die Wildgänse, sagen die Kinder. Die Wildgänse. Sie haben nur davon gehört. Sie haben es noch nie gesehen. Aber nun sehen sie es. Das sind die Gänsescharen, die zum offenen Wasser ziehen, die hier an der Küste Station machen, eine Nacht oder drei, um dann weiterzuziehen, nach Polen oder wer weiß wohin. Vater weiß es auch nicht so genau. Und plötzlich sehen sie noch etwas. Und magisch verführt gehen sie dem Wunder näher. Abseits, zwischen den hohen Steinblöcken da, steht ein Baum, eine Fichte wie die ihre. Nur viel, viel, viel höher, und die ist besteckt mit Lichtern, und die Lichter flackern im leichten Windzug. Lüttenweihnachten, flüstern die Kinder, Lüttenweihnachten für die Wildgänse. Immer näher kommen sie, leise gehen sie auf den Zehen. Oh, dieses Wunder! Und um den Felsblock biegen sie. Da ist der Baum vor ihnen in all seiner Pracht. Und neben ihm steht ein Mann mit einem roten Vollbart. Der Förster. »Ihr Schweinekerls«, sagt der Förster, als er die drei mit der Fichte sieht. Und dann schweigt er. Und auch die Kinder sagen nichts. Sie stehen und starren. Es sind kleine Bauerngesichter, sommersprossig, selbst jetzt im Winter, mit derben Nasen und einem feisten Kinn. Es sind Augen, die was in sich hineinsehen. Immerhin, denkt der Förster, haben sie mich auch erwischt beim Lüttenweihnachten. Ja, da stehen sie nun, ein Mann, zwei Jungen, ein Mädel. Die Kerzen flackern am Baum und ab und zu geht auch eine aus. Die Gänse schreien und das Meer braust und rauscht. Da stehen sie. Es ist eine Art Versöhnungsfest, sogar auf die Tiere erstreckt. Es ist Lüttenweihnachten. Man kann es feiern, wo man will, am Strand auch. Und die Kinder werden nachher in ihres Vaters Stall noch einmal feiern. Und schließlich kann man hingehen und danach handeln. Die Tiere werden nicht mehr gequält. Die Kinder sind imstande dazu und sie bringen es fertig. Sie bringen es auch fertig, ein bisschen nett zu ihnen zu sein. Zuzutrauen ist ihnen das.